Hallo ihr Lieben, ich hatte noch Rhabarber übrig und deshalb habe ich heute einen richtig schnellen Blitzkuchen mit Rhabarber für euch. Als erstes wird der Rhabarber geschält und dazu geht er einfach mit dem Messer unter die Haut und zieht diese ab. Dann habe ich den Rhabarber in dickere Stücke geschnitten und diese habe ich auch schräg eingeschnitten. Ihr seht gleich warum. Und zwar wollte ich mir ein paar Blumen daraus legen. Hier zeige ich euch einmal, wie simpel ihr Blumen dann daraus legen könnt, wenn ihr das schräg abschneidet. Und das habe ich dann mit dem kompletten Rhabarber gemacht. Die Stücke, die übrig bleiben bzw. zu klein wurden, die schmeißt ihr bitte nicht weg. Die verteilen wir dann so auf den Kuchen. Für den Teig lasst ihr zunächst die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker für 3 bis 5 Minuten richtig schön schaumig aufschlagen. Dann gebt ihr nach und nach die Eier dazu und zum Schluss wird das Mehl mit dem Backpulver gemischt und wird zusammen mit der Milch ebenfalls kurz untergerührt. Meinen Springformboden decke ich mit Backpapier ab, klemme diesen zu und dann kommt der Teig da rein und wird einmal glatt gestrichen. Zuerst werden jetzt die Blumen auf den Teig verteilt. Da habe ich immer vorher eine Blume gelegt auf meine Arbeitsplatte und diese dann auf den Teig übertragen. So ist es einfacher und ihr kommt nicht so durcheinander. Die Blumen, die drückt ihr nur leicht an und die restlichen Stücke werden nun in dem Teig verteilt. Diese drückt ihr dann richtig ordentlich tief in den Teig, dass diese auch hinterher nicht mehr so gut zu erkennen sind. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad für 30 bis 35 Minuten in den Ofen. Macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe und das macht ihr am besten mit einem Holzspieß und wenn nichts dran hängen bleibt, dann ist dieser gar. Ich löse das auch direkt aus meiner Springform und lasse es dann komplett auskühlen. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, könnt ihr den ganz einfach mit einem Tortenretter auf eure Tortenplatte geben. Und dann habe ich das Ganze noch mit etwas Puderzucker abgepudert und dann war der Kuchen auch schon fertig. Das erste Stück geht natürlich wieder an euch und da könnt ihr auch hoffentlich sehen, wie schön fluffig der Teig geworden ist. Also der war so schnell fertig, der Kuchen, deswegen habe ich es auch unter Blitzkuchen stehen, denn also wenn es mal schnell gehen soll, ist das wirklich ein tolles Rezept. Also der Kuchen, der war auch kein bisschen zu süß durch den sauren Rhabarber im Teig und dadurch, dass ich nicht zu viel Zucker genommen habe, war der richtig gut zu essen. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, mal auszuprobieren. Vielleicht habt ihr auch noch Rhabarber übrig, dann testet doch mal meinen Blitzkuchen. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.